Die Frage ist, wie können aus Lösungen im Kleinen große Wirkungen entstehen? Es gibt da zwei Wege. Zum einen sollte man die Spielregeln von Grund auf ändern und sagen, in den Entscheidungsgremien dürfen nicht mehr nur die Eliten sitzen, sondern Geschäftsleute und Regierung und Gemeindeorganisationen und Medien und Akademiker und Bürgerinitiativen. Denn sie alle sind Beteiligte. Sie alle müssen dort präsent sein, um eine Vision zu schaffen. Ziel ist die Stadt des 21. Jahrhunderts, die mehr ist als nur die Fortschreibung der Stadt des 19. Jahrhunderts. Zum anderen haben Drittweltstädte den Vorteil einer unvollkommenen Infrastruktur, in der nicht alles schon festgefügt ist. Curitiba, Brasilien, Hauptstadt des Staates Paraná. 1,6 Millionen Einwohner, jährliches Wachstum 20%. Explodierende Favelas, Slumgebiete. Probleme. Und doch lautet die einhellige Prognose, Curitiba wird die Zukunft glücklich meistern. Benedito Cardoso de Oliveira ist arbeitslos und hat nur 2 Monate lang Anspruch auf staatliche Gelder. Gleichwohl zeigt er keine Anzeichen von Resignation. Er hat hier für sich und seine Familie ein Stück Land erhalten. Die Hütte sieht er als Provisorium für ein später wunderschönes Haus. Und die Oliveiras wissen, selbst wenn ihnen das Geld ausgehen sollte, sie werden niemals hungern müssen. Die Stadtverwaltung hat sich ein paar Programme einfallen lassen. Ein soziales Netz gewissermaßen, an dem sie dann teilnehmen können. Aber noch ist es nicht so weit. Beneditos Einkaufszettel zeigt keinen Mangel. Ihr Kind wird keinen Nachteil erleiden, wenn es in der Favela aufwächst. Spätestens in 3 Monaten sind Strom und Wasserleitung gelegt, einen Kindergarten und 3 Schulen gibt es bereits. Nein, die Favelas von Curitiba haben nichts gemein mit den Elendsvierteln anderer Großstädte. Erstaunlicher Gemeinsinn ist da am Werk. In der Mitte der Favela Sabará steht beispielsweise ein Müllcontainer, an dem die Hausfrau Judith de Silva jeden angelieferten Krümel registriert. Eifrig sammelt die Bevölkerung den Abfall, denn für 25 Kilo Müll erhält man als Gegenleistung von der Stadt Lebensmittel. Curitiba spart an dieser simplen Methode mehrfach. Zum einen sinken die Entsorgungskosten auf ein Minimum, zugleich bleiben die Favelas sauber und hygienisch. Andererseits trägt die Stadt zum Unterhalt ihrer Ärmsten bei. Sie kauft Lebensmittel aus den landwirtschaftlichen Überschüssen der Umgebung zu geringen Preisen auf. Heute enthält das Paket Reis, Bohnen, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, 12 Eier und 2 Kohlköpfe. Das schmale städtische Budget belastet dies kaum. Und die Idee löst mehrere Probleme auf einen Streich. In Sabará, wie in allen anderen Favelas, hat die Stadt Curitiba Kindertagesstätten aus genormten Betonteilen errichtet. Auch diese Maßnahme ist preiswert und effektiv zugleich. Wo Rio de Janeiro und São Paulo mit dem bedrückenden Problem der Straßenkinder kämpfen, betätigen sich hier die Kleinen in beneidenswerter Geborgenheit. Die Mütter der Favela führen ehrenamtlich Aufsicht. Die Programme steuern Sozialarbeiter bei. Kein Jugendlicher verlässt in Curitiba die Schule als Arbeitsloser. Alle 12- bis 15-Jährigen, die keine Lehrstelle gefunden haben, können halbtags für die städtischen Grünanlagen arbeiten. Als Entgelt bekommen sie den halben Mindestlohn, 7.000 Cruzeiros im Monat. So sanieren sie in Baumschulen und Gärten die Notstandsgebiete der Stadt. Und in den Favelas wie Sabará wurde Kriminalität zum Fremdwort. Auf 50.000 Menschen kommt kein einziges Polizeirevier. Allenthalben findet man ausrangierte Busse am Straßenrand. Man traut seinen Augen nicht.
Diese Karossen wurden zu Ausbildungsstätten umfunktioniert, zu Volkshochschulen auf Rädern. Hier üben Stenotypisten, dort Friseurlehrlinge. Und die Stadt gewinnt Klassenräume ohne zusätzliche Kosten. Zurück zur Familie de Oliveira in der Favela Bairro Novo. So jung die Ansiedlung auch ist, sie wurde sofort ins Nahverkehrsnetz eingezogen. Francesca de Oliveira fährt zum Nähkurs ins Zentrum der Stadt, für den in Bairro Novo mit Flugblättern geworben wurde. Der Stadtverwaltung liegt die Mobilität der sozial Schwachen in den Außenbezirken besonders am Herzen. Deshalb sorgte sie auch dafür, dass die Tarife für lange Strecken preisgünstig blieben. Der Nähkurs hilft mir zu sparen, wenn ich Kleider für mich, meinen Mann und meinen Sohn selbst nähen kann. Müsste ich sie kaufen, wäre das viel teurer. Ein ausgeklügeltes Bussystem sorgt für ungewöhnlichen Reisekomfort. Die orangefarbenen Karossen steuern nahe Knotenpunkte an, wo man in Expresswägen umsteigt. Curitiba wollte eigentlich eine U-Bahn bauen, doch ein flächendeckendes Netz hätte Unsummen verschlungen. So simulierte man lieber das Prinzip U-Bahn mit Hilfe von Bussen und röhrenförmigen Bahnhöfen. Alles ist darauf angelegt, die Fahrt zu beschleunigen. Der silbergraue Expressbus ähnelt tatsächlich einer U-Bahn mit hydraulischen Einsteigeklappen. Er verkehrt im 1-2-Minuten-Takt. Obwohl Curitiba mit über 500.000 zugelassenen Autos die höchstmotorisierte Stadt Brasiliens ist, bevorzugen die Bürger zu Fahrten in die Innenstadt die öffentlichen Verkehrsmittel. Wie eine Schnellbahn bewegen sich die Busse auf eigenen Trassen ins Stadtinnere. Das hervorragende Verkehrsangebot rechnet sich sogar. Die Busgesellschaften machen durchweg Gewinn, ganz ohne Subventionen. Francesca ist am Ziel. 29 Kilometer Fahrstrecke, zweimal umsteigen, 50 Minuten Reisezeit. Europa kann da nicht mithalten. Und gerade so, als hätte ein Solidaritätsfieber alle Institutionen Curitibas erfasst, veranstaltet der Industrieverband CESI den Nähkurs, für den Francesca nur die symbolische Gebühr von 40 Cruzeiros entrichten musste. Liegt Curitiba im Widerschein eines steten Ideenfeuerwerks, so ist dieses Institut dessen vulkanischer Quell. Hier sammeln die kreativsten Köpfe der Stadt die Vorschläge der Bürger und entwickeln neue Projekte nach ihren Vorgaben. Größere Busstationen zum Beispiel. And we must be very creative. The budget is limited, so we must have. Wir müssen einfach sehr kreativ sein, denn die Budgets setzen uns enge Grenzen. Wir brauchen gute Ideen, um die Stadt mit möglichst geringem Kostenaufwand zu verbessern. Hier entsteht beispielsweise ein sehr interessantes Projekt des neuen Bürgermeisters, die sogenannte Bürgerstraße. Das bedeutet, dass alle Managementaktivitäten der Stadtverwaltung dezentralisiert werden sollen. Diese Zone wird einen großen Teil der Ämter beherbergen. Sie werden samt und sonders mit Computersystemen ausgestattet sein, damit sich die Bürger alle Informationen beschaffen können, die sie brauchen. Glückliches Curitiba, wo sie auch die 24-Stunden-Passage erfunden haben, erbaut aus alten Laternenmasten. Sie entwickelte sich sofort zum Treffpunkt der Curitibaner schlechthin, für reich und arm, schwarz und weiß. In dieser Passage dürfen auch die kleinen Leute aus den Favelas Läden betreiben, unter der Bedingung, sie rund um die Uhr geöffnet zu halten. Und so findet man zu jeder Zeit und zu jedem Anlass in der Passage garantiert das richtige Publikum.
Gleichwohl liegt Curitiba nicht im Paradies. Auch hier gibt es Gestrandete, Trinker, Drogenabhängige. Doch wer hier abstürzt, der hat immerhin bessere Chancen, wieder auf die Beine zu kommen als anderswo. Die Stadt unterhält für diese Menschen eine Rehabilitationsfarm mit ärztlicher Betreuung, Landwirtschaft und einem großen Müllprojekt. 36 Alkoholiker, die vor einem halben Jahr kaum mehr ihren Namen wussten, trennen hier in der Arbeitstherapie Abfall. Dafür erhalten sie im Monat das Doppelte des gesetzlichen Mindestlohns. Alle haben das Angebot einer Festanstellung beim privaten Entsorgungsunternehmen in der Tasche. Und typisch Curitiba, die erzielten Überschüsse finanzieren die gesamte Therapie. Der Altbürgermeister, dem Curitiba alles verdankt, heißt Jaime Lerma. Er hat in den 70er Jahren, als Brasilien noch vom Militär regiert wurde, seine Stadt in eine lebendige demokratische Polis verwandelt. You have to like the city. If you want to change, you have to have a strategic view. Sie müssen Ihre Stadt lieben, wenn Sie sie verändern wollen. Sie brauchen einen strategischen Ansatz und gelegentlich, um etwas zu bewegen, die Zustimmung aller. Um den Wandel Wirklichkeit werden zu lassen, versuchen Sie zunächst ein Szenario, eine Idee, einen Vorschlag, ein Projekt zu entwickeln, welches in jedermanns Augen wünschenswert ist. Dann werden es alle zu ihrer eigenen Sache machen und es gemeinsam verwirklichen. Das verstehe ich unter Mach es wahr. Diese Stadt hat ihren Bürgern Selbstvertrauen gegeben. Da hat einer davon geträumt, in einem aufgelassenen Steinbruch eine Umweltuniversität für alle zu eröffnen. Und schon wurde sie Realität, erbaut aus alten Laternenmasten. Da hat ein anderer davon geträumt, man solle die neu angelegten Parks jeweils einer der Volksgruppen widmen, die nach Curitiba eingewandert sind. Und schon verwandelten sich alte Blockhütten am Wegesrand in schmucke Museen. Auf diese Idylle trifft der Spaziergänger im Polenpark. Die Leute von Curitiba sind an Geld nicht reicher als andere Brasilianer. Aber ihre Fantasie und ihre Tatkraft scheint keine Grenzen zu kennen. Selbst eine Oper haben sie aus Alteisen fast zum Nulltarif erbaut. Und darin feiern sie nun ihre Feste. Mitten im krisengeschüttelten Brasilien trifft man da auf eine Insel der Fröhlichkeit und der Zuversicht. Man fühlt hier ein Leben ohne Angst, das die Menschen verändert hat. Sie sind offen. Keine Partei konnte hier jemals Fuß fassen mit Slogans wie "Das Boot ist voll". Im Gegenteil. Die Curitibaner heißen jeden Neubürger willkommen, als zusätzliche Quelle ihrer Kraft. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Rasse treffen ohne Vorbehalte aufeinander. Keine Volksgruppe pflegt ihre Kultur im muffigen Hinterzimmer, sondern feiert sie öffentlich. Dunkelhäutige Brasilianer schlüpfen wie selbstverständlich in die Trachten ihrer ukrainischen Freunde zum gemeinsamen Tanz. Und so vollzieht sich ein Wunder, das Curitiba vielleicht doch zum Paradies macht. Die Kulturen der Völker gehören hier allen Menschen.